Online-Gäste. Quickie. Hallo, ihr Online-Gäste da draußen. Christian hier. In diesem Quickie geht es um Krisenkommunikation bzw. Shitstorms, ein Survival Guide. Ich habe das Ganze im Rahmen eines Workshops aufgenommen zum Thema Bloggen mit WordPress. Das Ganze wurde in Leipzig durchgeführt mit einem der verschiedenen Bildungsträger. Da könnt ihr euch auch gerne informieren unter schrift-architekt.de/kalender oder bei selbstständig-in-mitteldeutschland.de ebenfalls unter /kalender. Ansonsten möchte ich dem gar nicht weiter vorgreifen. Allgemeiner Hinweis noch, wir haben im Februar 2018 übrigens auch eine normale, reguläre Folge aufgenommen zum Thema eben Krisenkommunikation und eben Shitstorms. Das ist aber nochmal ein bisschen ein anderer Schwerpunkt als jetzt in diesem Quickie. Insofern viel Spaß beim Zuhören und Feedback immer gerne gesehen. Onlinegaster.com, dort findet ihr alle möglichen Kontaktinformationen. Ansonsten viel Spaß beim Hören und bis bald. Egal wie ihr online aktiv seid, egal wie ihr offline aktiv seid, sobald ihr irgendwas publiziert, sobald ihr ein Unternehmen habt, seid ihr mit der Öffentlichkeit im Kontakt. Die Öffentlichkeit wird euch bewerten, sie wird euch beurteilen, verurteilen, sie wird euch loben, sie wird euch kritisieren, aber es wird Feedback geben. Je nach Unternehmensgröße kann es gar kein Feedback sein, was auch schon eine Art von Feedback darstellt, dass ich dir einfach noch nicht relevant genug bin. Das kann positives Feedback, kann negatives sein, aber insgesamt auch speziell, wenn wir uns jetzt hier mit WordPress-Bloggen auseinandersetzen am Ende, ist es vor allem einfach Feedback, in dem Fall von einer anonymen Masse. Gerade auch online haben Leute manchmal diesen Spleen zu denken, nur weil ich es online gepostet habe, bin ich dadurch anonym. Ist generell nicht der Fall. Aber viele denken in so eine Richtung, deswegen ist es natürlich auch verdammt wichtig, einfach gut kommunizieren zu können. Generell Shitstorm, hier kurz die Duden-Definition, ist seit 2015 da auch aufgenommen, ist ein sogenannter Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des Internets, der zum Teil, jetzt wird es wichtig, mit beleidigenden Äußerungen einhergeht. Also dieser Fakt der Beleidigung des Negativen, auch des schlicht und ergreifend, fällt das Wort auch nicht ein, also das Gemeine im Grunde, kann man eigentlich sagen. Das ist ein Shitstorm an sich. Einen positiven Shitstorm, das wäre vielleicht ein Flowerstorm, das gibt es nicht, was auch schon sehr bezeichnend ist für die Menschheit an sich. Aber generell Shitstorm oder wie man es nett umschreiben kann, Krisenkommunikation, wird euch in der einen oder anderen Form auf jeden Fall begegnen. Da gibt es verschiedene Windstärken, also kein Shitstorm ist gleich ein Shitstorm. Alles von einfach mit Einzelmeinungen, Kritik, das ist ja auch schon eine Form von Krisenkommunikation. Ein unzufriedener Kunde, zwei unzufriedene Kunde, 200 unzufriedene Kunden. Das sind alles einfach nur Skalierungssachen. Prinzipiell, ich habe jetzt mal ein kurzes Beispiel von einem Kunden von mir, der hat mir auch mal so eine Art so ein Shitstürmchen. Das ist jetzt kein wirklicher Shitstorm gewesen. Das ist nur so oberflächlich. Nee, passt auch schon. Also Fairphone sagt der Name ja schon. Das soll eben ein fair gehandeltes Smartphone sein. Also eben gerade was die seltenen Erden, die sogenannten Konfliktmineralien angeht. Also nicht nur Gold, sondern auch Coltan, Germanium und so weiter. Diese winzigen, teilweise nur Spurenelemente im Smartphone, die halt vor allem für die Kontakte notwendig sind, werden unter teils menschenunwürdigen Bedingungen, größtenteils im Kongo mit abgebaut, füttern dort einen seit über 30 Jahren herrschenden Bürgerkrieg, einer der größten Bluttaten seit dem Zweiten Weltkrieg weltweit, damit wir bei WhatsApp uns Katzenfotos schicken können. Ist an sich keine schöne Sache und da gibt es ja auch verschiedene Szenen, verschiedene Gruppierungen, die dann einfach auch Stichwort fairer Handel, nachhaltige Lebensweise, dagegen was machen möchten. Und das Fairphone ist halt so eine Ausprägung. Mein Kunde ist halt ein grüner Elektronik-Shop. Also da diese Nachhaltigkeit, dieser faire Handel ist da einfach schon in der DNA des Unternehmens drin. Und da haben wir halt miteinander verhandelt. Also ich habe mich an Fairphone gewandt, war zu dem Zeitpunkt für ihn halt ein bisschen der Marketing-Manager gewesen, habe mich da an Fairphone gewandt. Wissen ging das alles hin und her. Am Ende haben wir dann nicht nur einen Blogbeitrag veröffentlicht, sondern hat auch gefragt, hier, komm, wir haben auch einen Online-Shop, habt ihr vielleicht Interesse in Deutschland, eure Sachen zu vertreiben? Hat funktioniert. Wir waren happy über alle Wolken.
haben kurz einen Blogbeitrag dazu veröffentlicht, das ging auch bei Facebook online, aber weil wir halt da noch mit den Verhandlungen waren, also es gab keinen Preis, kein Veröffentlichungsdatum, kein gar nichts, das Statement sagt ja auch, der Titel war schon, das Fairphone bald in Deutschland bei eben irgendwas.de. Das war einfach nur Aussage, gibt es bald. Und da gab es dann halt auch Feedback, eben alles von, hier gibt es Vergleichstests, was soll das kosten, steht nichts da, ich kaufe auch kein iPhone, das nichts Besseres kann, wie soll ich denn wissen, dass das echt ist, also dass es wirklich fair gehandelt ist und nicht einfach nur so Greenwashing und so weiter. Das habe ich mir jetzt mal zwei Kommentare rausgepickt. Das ist natürlich verständliche Kritik. In dem Beitrag haben wir das nicht erwähnt, einfach schlicht und ergreifend, weil wir es noch nicht wussten zu dem Zeitpunkt. Wir wollten einfach erstmal rausbringen, okay, Fairphone gibt es bald. Wir haben noch keine Details, deswegen haben wir die auch natürlich nicht kommuniziert. Wie kann man nun auf so ein Feedback eingehen? Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall gerechtfertigtes Feedback. Das kann man als Kritik sehen, das ist aber noch keine beleidigende Kritik. Vielleicht ein bisschen harsche Kritik, je nach Formulierungsweise. Aber ich finde sie vollkommen angemessen und prinzipiell bei sowas natürlich immer ganz wichtig, ruhig und besonnen bleiben, Stellung nehmen, die Probleme finden, die Probleme klären. Was habe ich in dem Fall gemacht? Bin einfach auf die einzelnen Fragen eingegangen. Also gerade wo er gemeint hatte, weil es ja keine Sau interessiert ist, wo Handys produziert werden, das alle so machen beispielsweise, kann man nichts gegen sagen. Da kann man nicht gegen argumentieren. Das ist eine persönliche Meinung, das ist emotional gefärbt, das ist affektiv einfach. Kann ich nichts sagen, habe ich an der Stelle auch nicht gemacht. Also, ja, okay, du kannst deine Meinung haben, aber wir als Unternehmen, wir als Shop vertreten halt eine grüne Einstellung, nachhaltige Einstellung. Deswegen möchten wir zumindest das Ganze mal austesten, ob es was bringt oder nicht. Denn wenn keiner mitmacht, kann sich ja auch nichts entwickeln. Dass wir so ein bisschen auf, sagen wir mal, die Kernphilosophie, auf unser eben Kerngeschäft uns da konzentrieren. Seine Meinung habe ich da oben angetastet gelassen. Also einfach so, ich akzeptiere deine Meinung, aber bitte akzeptiere auch, dass wir halt so und so aufgestellt sind als Unternehmen und deswegen das Ganze halt auch einfach machen. Thema Vergleichstest war ziemlich eine simple Angelegenheit. Das Fairphone war recht breit diskutiert worden. Ich hatte eine halbe Minute bei Google was gesucht, habe chip.de, computerbildtest.de, also Stiftung Warentest, habe da Vergleichstests gefunden, habe die ihm reingehauen und habe halt die Fragen einfach abgearbeitet. Habe es reingesetzt, das war vielleicht ein Aufwand von 5 Minuten. Dann hat sich nicht nochmal gemeldet, also sprich, Problem geklärt oder ist ihm einfach egal gewesen. Aber das hat sich halt nicht weitergetragen. Ganz wichtig nämlich auch, wenn Feedback kommt, niemals unkommentiert lassen. Das ist das Wichtigste. Wenn euch das irgendwie nervt, was da drin steht, da kommt es natürlich immer darauf an, was man für ein Typ ist. Also ich sollte als Blogger, als Content-Mensch, als Online-Verantwortlicher sollte ich besser kein Choleriker sein. Das ist nicht unbedingt vorteilhaft, es sei denn, ich möchte halt häufig in den Schlagzeilen stehen und ich will vielleicht auch, sozusagen, jede PR ist gute PR, also das provozieren. Dann, okay, kann ich auch den großen Choleriker da hinter die Tastatur setzen. Sollte vielleicht immer ein paar Backup-Tastaturen in der Hinterhand haben, falls der diejenigen zerbricht. Aber prinzipiell, gerade in der Branche, sollte ich halt wirklich eher eine ruhige Natur sein. Wenn ich aufbrausend sein kann, dann sollte ich mir immer noch ein Ventil irgendwie suchen, sei es, ich gehe raus, rauche eine oder noch besser, tue es nicht und mache einfach mal eine Runde um den Block. Aber reagiere mich irgendwie ab, denn das ist auch wieder ein Vorteil bei Online-Kommunikation, was ja meistens textbasiert noch ist. Ich muss nicht jetzt gleich sofort auf der Stelle reagieren. Ich habe Zeit, mir in Ruhe zu überlegen, was ich tippe. Kann es auch nochmal zum Beispiel einen Kollegen schicken. Guten Morgen, hallo. Ach, Kaffee für mich, das ist lieb. Habe einfach Zeit, in Ruhe nochmal zu überlegen, wie formuliere ich es? Kannst du einen Kollegen schicken, der kann nochmal drüber lesen. Ich kann selbst nochmal einfach rausgehen, kurz Luft schnappen, nochmal reingehen, das aber nochmal mit Pausenmentalität, ein bisschen einfach ruhiger drüber schauen. Denn ganz viele Sachen, die entzünden sich so an kleinen Formulierungen, an kleinen Details. So wie, ja, vielleicht, doch. Du hast doch gesagt das und nicht du hast gesagt das. Das wirkt einfach unterschwellig schon mal ganz, ganz anders. Und gerade bei Krisenkommunikation, bei Shitstorms, ist da jede einzelne Formulierung wirklich wichtig. Ansonsten kannst du das halt entzünden und zwar extrem. Gutes Beispiel an der Stelle. Ich hatte im letzten Jahr einen Workshop auch gemacht mit der Pressestelle der Stadt Dessau-Roßlau. Und da war auch das Thema gewesen, so sinngemäß,
wir haben eine Facebook-Seite, wissen aber noch nicht wirklich, wie wir damit umgehen sollen. Kann da jemand helfen? Und da muss ich sagen, einfach schon aufgrund des Themas öffentliche Verwaltung, kann man sich, glaube ich, denken, in welche Richtung das geht. Also die waren, ich will nicht sagen Dauershitstorm, aber alles, was da gepostet wurde, wurde erstmal negativ bewertet. Was teilweise auch so eine typisch deutsche Einstellung ist, der Lieblingssatz des Deutschen ist ja aber. Da muss ich sagen, finde ich wirklich die beispielsweise US-Amerikaner oder auch viele Lateinamerikaner wesentlich angenehmer, weil das einfach so eine positive Grundeinstellung ist. Nicht, oh verdammt, heute ist es wolkiges Wetter, es soll regnen, sondern einfach nur, ah, super, kriege ich keinen Sonnenbrand. Ich sage nicht, dass man jetzt alles so umdrehen sollte, aber manchmal so ein bisschen positive Grundeinstellung kann auch nicht schaden. Aber man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. Und tendenziell sind da die Deutschen, also speziell die Deutschen, wir haben so dieses Klischee, wie viele Deutsche brauchen es, um eine Glühbirne einzuschrauben? Einen. Wir sind effizient und haben keinen Humor. Ist einfach so Quintessenz dessen, was meistens auch den deutschen Internet-User da so ein bisschen auszeichnet. Also nicht wundern, wenn ihr gar kein Feedback bekommt. Das ist wie früher in der Schulzeit. Wenn ich kein Feedback, also wenn ich eine 1 geschrieben habe, war alles okay. 2 war auch okay. 3, warum nicht besser? So, die guten Zensoren, das kenne ich aus eigener Erfahrung noch. Ich habe eine 1 bekommen, Mama hat nichts gesagt, ich habe eine 2 bekommen, warum keine 1? Das ist, sobald irgendwas schief läuft, dann ist Aufmerksamkeit. Aber wenn was gut läuft, dann ist es so als Standard wahrgenommen. Und das war jetzt nur mal ein übertriebenes Beispiel, so war es bei mir am Ende auch nicht gewesen, aber die Klischees sind ja bekannt. Und da unbedingt auf die eigene Achtsamkeit achten. Also sprich, wenn mal ein Kunde von euch irgendwas kommentiert hat, auch dass immer das Ganze kuratieren, das Ganze eben werten im Sinne von aufwerten, also einfach dankbar sein, dass jemand was auch geschrieben hat am Ende. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Also gerade bei kleineren Unternehmen, da ist es eher selten, dass das passiert. Also auch bei größeren. Ich habe zum Beispiel jetzt auch die Woche mit dem Backwarenhersteller Kati ein Inhouse-Seminar gemacht und die haben über 30.000 Fans. Wir haben da auch mal die ganzen Facebook-Posts ein bisschen auseinandergenommen. Ich nehme jetzt einfach mal Facebook als Paradebeispiel. Kann beim Blog genauso klappen. Aber mit über 30.000 Fans haben die im Normalfall so 20 bis 50 Likes pro Beitrag und vielleicht so 2-3 Kommentare im Bestfall. Also selbst da bei einem eigentlich bekannten Unternehmen, zumindest regional auf jeden Fall bekannten Unternehmen, mit mehreren 10.000 Abonnenten und eigentlich auch einem ja, eigentlich super Thema. Es geht um Backwaren, die machen auch selbst Kekse, Kuchen und sowas. Also gab es auch bei der Inhouse-Veranstaltung, fand ich selbst sehr angenehm. Da wurde dann aus der Testkuchenbäckerei einfach was hochgebracht. Also das sind super Grundlagen eigentlich. Ich meine, das ist Naschkram, da kann man nichts Schlechtes dran finden. Aber es ist halt auch so, das ist ein positives Grundthema und das interessiert die Leute in Anführungsstrichen nicht. Wohingegen beispielsweise bei der Pressestelle der Stadt Dessau, die hatten etwa 500, 600 Abonnenten gehabt zu dem Zeitpunkt, als ich dort war. Und haben halt pro Beitrag auch eine Masse an Feedback durchaus bekommen. Tendenziell halt alles eher schlecht. Also da gab es schon diese Emojis von Facebook. Also da war sehr, sehr viel wütend, sehr viel traurig. Oder dieses Haha, aber im Sinn von einem sarkastischen Auslachen. Nicht von einem, finde ich witzig, sondern ich lache nicht mit dir, ich lache über dich. So in dem Kontext war das halt alles benutzt worden. Und wie gesagt, es waren ein paar hundert gerade mal und da haben die schon so eine Masse gehabt. Also auch der größte Kritikpunkt, dass die Facebook-Seite war Pressestelle Stadt Dessau und nicht Stadt Dessau. Das war so der Hauptkritikpunkt. So, warum seid ihr nicht die Stadt? Was habt ihr zu verbergen? Ihr habt doch auch nur eure Echsenmenschen da sitzen, die aus der hohlen Erde kommen. So die Aluhut-Fraktion eben. Und da nur als krasses Beispiel, wie es auflaufen kann, die haben da einen so paar übliche Verdächtige, um es mal so zu sagen, und einen Benutzer, ich meine, das ist alles öffentlich, kann ich also sagen, das könnt ihr nachprüfen, der ist zu der Zeit unter dem Namen Hugo irgendwas aufgetreten, ob es der echte Name ist, keine Ahnung, aber wäre durchaus anzunehmen, und der hat die halt kontinuierlich drangsaliert. Ich habe dann spaßeshalber vorgeschlagen, man kann ja einmal im Jahr einen Hugo Award ausschreiben von der Stadt. Also aber jetzt ins Positive, dann halt umgekehrt für Leute, die sich halt engagieren, so die gegen eben sowas vorgehen. Aber der hat halt immer alles erstmal mies gemacht. Das ist so dieses, ich weiß nicht, diese alte Stammtisch-Sackfraktion von
alles scheiße, alles blöd. So, wenn irgendeine Fußball-WM ist, haben wir ja auch plötzlich 82 Millionen Trainer in Deutschland. Diese Fraktion Mensch. Und das Krasseste, was ich da erzählt bekommen hatte, war, ist am Ende nur ein Username, aber diese Person hat einen Beitrag veröffentlicht, sich über irgendwas beschwert, den ein paar Tage stehen lassen, den dann gelöscht und ein paar Tage darauf einen neuen Beitrag eingestellt mit der Behauptung, er werde zensiert von der Stadt. Die Stadt hätte das gelöscht, er würde zensiert werden. Das kann schlimmstenfalls passieren. Also ich meine, bei dem Kurs hier, ihr habt ja alles eher neutrale Themen, also ich meine, Lesen für Kinder, Verein, ich hoffe mal nicht, dass ihr irgendwie mit Shitstorm zu kämpfen habt, maximal vielleicht, wenn irgendjemand ein Buch nicht gefällt, aber gut, ich meine, selbst da hatten wir schon Pippi Langstrumpf mit dem Negerkönig, was ja jetzt so ein Politikum geworden war vor ein paar Jahren. Aber da übrigens auch bei solchen Themen, da könnt ihr auch hervorragend drauf einsteigen, weil es einfach so, es behandelt das Ganze irgendwie, also auch einfach Thematik, so Bücher, ich sag mal, ins politisch Korrekte übersetzen, wenn sie historisch aber so und so gestaltet gewesen sind. Ich meine, ich kenne auch alte Bücher, ich glaube, Nathan der Weise war das, da wurde auch von Mohammedaner gesprochen, weil das einfach eine historische Bezeichnung war für einen Moslem, fertig. Also das ist meine Sicht auf die Dinge, aber... Bei Kinderbüchern, also es ist tatsächlich, ja, das, ja. Okay, aber das am besten, das können ja auch was Positives haben, dass man einfach eine Diskussion erstmal anregt. Also wir haben aber eigentlich nur Leute, die sehr interessiert am Thema sind, die vielleicht auch eine andere Meinung haben, aber nicht erstmal drauf loshauen. Okay, das ist auf jeden Fall gut, wenn Leute nicht gleich drauf loshauen, sondern auch ein bisschen reflektiert in die Sache rangehen. Denn prinzipiell, also keiner möchte einen Shitstorm. Es gibt manche Unternehmen, die legen es da so ein bisschen drauf an. Ich schiele so in Richtung von Sixt, der Autovermietung, oder auch True Fruits, dem Hersteller von diesen Smoothies. Die hatten ja auch mal was mit, die hatten irgendwas aus Chia-Samen mal gemacht mit Smoothie, und da war, glaube ich, irgendwie Samenstau oder sowas, der Werbeslogan. Also die Doppeldeutigkeit wegen Samen einfach. Gab es auch so ein bisschen Shitstorm. Oder ein anderer Shitstorm bei einer Pizzeria in Halle an der Saale, Rote Soße nennt die sich. Und da gab es so eine Art, also das war wirklich eine Art Mini-Shitstorm einfach bloß gewesen. Aber das wurde dann gleich als Rote Soße Gate von der Mitteldeutschen Zeitung unter anderem mit aufgenommen, also von den Lokalblättern dort, weil einfach jemand eine Bewertung geschrieben hatte, ihm hat die Pizza jetzt nicht geschmeckt, war aber völlig neutral, muss ich sagen. Ich habe mir das auch mal durchgelesen, einfach nur, ja, finde ich jetzt nicht so toll, aber ist jetzt auch nicht mein Geschmack, schlicht und ergreifend. Deswegen hat er halt so einen Stern, also ich glaube nur einen Stern gegeben in der Facebook-Bewertung, und dann kommt der Besitzer vom Laden, bezeichnet, also geht da so total wie Kleinkind dran ein bisschen, und bezeichnet die ganze Zeit diesen User als Kevin. Also im Sinne von Kevin als Beleidigung. Und dann dieses Hin und Her, also das muss ich sagen, das war wirklich Kleinkind, das war, ich weiß nicht, ob er es darauf angelegt hatte, dass man irgendwie vielleicht über ihn berichtet. Das ist ja auch so eine Sache bei solchen Shitstorms, da macht sich auch gerne zwei Fraktionen auf. Einmal, der hier ist ja unverantwortlich, oder, ja, das macht es mir eigentlich gerade sympathisch, das sagt man immer die Wahrheit, das darf man doch wohl noch sagen. Das hat man ja sowohl als auch, da gibt es auch manche Parteien, die in diese Kerbe gerne mitschlagen, oder Parteien, gerade aus den Enden des politischen Spektrums, wo es dann wirklich auch darum geht, bewusst Shitstorms zu erzeugen, weil natürlich auch jede PR ist gute PR, aber da hat auch, gibt da verschiedene Qualitäten, was ich jetzt bei meinem Kunden als Beispiel genommen habe, das ist wirklich noch, das ist sachlich, das ist komplett okay, das ist, war jetzt an der Stelle auch überhaupt kein Shitstorm im Business, war einfach nur Kundenfeedback, was ein bisschen kritischer ausfiel. Dann gibt es natürlich auch zum richtigen Shitstorm. Ich habe hier mal als Beispiel die Facebook-Seite der Bundesregierung. Die sind wirklich ein Dauer-Shitstorm. Aber die haben auch mehrere hunderttausend Fans, Abonnenten. Die haben auch zu dem Zeitpunkt, als ich zumindest geschaut habe, ein 12-köpfiges Facebook-Team allein. Also die haben auch ein bisschen die Personaldecke, um das genau abfangen zu können. Aber man war sich dessen auch einfach bewusst, als man die Seite aufgemacht hat. Das wird sehr unterschiedliches Feedback geben. Da nehme ich auch ganz wichtig, einmal, ich würde immer, egal wo, eine Art Netiquette mit online stellen. Das ist jetzt keine bindenden Regeln, aber das kann man so wie eine Art Hausordnung für sich betrachten. Also wenn ihr damit rechnen könnt, dass es vermutlich unterschiedliches Feedback gibt, aber wenn ihr einfach auch auf Kommunikation euch ausrichtet, wenn ihr Feedback haben wollt, kann eine Netiquette niemand schaden, auf die kann man sich halt beziehen. Da steht am Ende auch einfach nur drin, ist immer Netiquette wie Etikette, also klassisch Knicke, bitte höflich sein,
Bitte nicht direkt beleidigen, immer begründen, also auch so klassische Feedback-Regeln, die man eigentlich nie im Rhetorikseminar mitbekommt. Ist aber nochmal aufgeschrieben, es hat jetzt keine Gesetzeskraft in irgendeiner Form, also es ist einfach so nett zu sehen, es kann auch einfach nicht schaden. Dann hat man das Ding eben stehen, kann sich eben darauf beziehen und dann mindestens, wenn die Person sich uneinsichtig zeigt, vom eigenen Hausrecht Gebrauch machen und diese Person zum Beispiel auch aussperren. Also beispielsweise Kommentare löschen oder bei Facebook den User löschen, dass er diese Seite einfach gar nicht mehr sehen kann und mit ihr interagieren kann. Das ist gerade bei den Social Media Plattformen noch wesentlich einfach möglich, aber bei Websites, Blogs ist es schon wieder schwieriger, weil es da meistens also gar keine Anmeldemöglichkeit gibt oder einfach so dieses Name, E-Mail-Adresse in den Kommentaren und das basiert dann ja wieder auf IP-Adressen, IP-Adressen. Und das sind einfach nur Zahlencodes und die wechseln ständig. Also das ist schwieriger durchzusetzen. Aber da prinzipiell auch, im schlimmsten Fall könnt ihr so einen User auch einfach sperren. Das geht schon. Und ja, Frage? Ich glaube, mich zu erinnern, dass man die Kommentare auch freigeben muss. Ja, das kann ich genauso machen. Also in Blogs kann ich die Kommentare direkt, dass die halt sofort online gestellt werden oder erst nach Prüfung. Ist jetzt die Frage, was ihr machen wollt. Am Anfang kann ich die Kommentare erstmal so lassen, dass die halt einfach so online gestellt werden. Würde dann vielleicht, wenn ich merke, okay, es kommen Kommentare, ich möchte sicher gehen, kann ich natürlich auch direkt von Anfang an das Ganze erstmal moderiert machen, dann aber bitte nur so nach außen kommunizieren. Ich habe es bei mir meistens so, dass ich die Kommentare direkt online stelle. Prinzipiell ist das nichts Schlimmes, wenn dann so ein Kommentar mal online steht. Ich muss da sowieso, also ich empfehle einfach darauf zu reagieren. Das heißt, ich sehe es ja sowieso. Wenn es mies ist, kann ich dann nämlich auch gleich den zweiten Schritt gehen. Spätestens dann, wenn es halt ungesetzlich ist, also gegen beispielsweise BGB verstößt, also hier Aufruf zur Gewalt, Hetze etc., also eben Einschränkungen der persönlichen Freiheiten, das wäre Artikel 2 Grundgesetz, kann ich so eine Person auch sperren. Bin ich auch rechtlich angewiesen, nicht nur die Person zu maßregeln, sondern auch diese Beiträge zu löschen. Das ist in dem Fall keine Zensur, das ist einfach nur, es ist illegal, was diese Person dort gemacht hat und ich bin ja inhaltlich Verantwortliche dieser Plattform. Ich bin entsprechend § 55 Rundfunkstaatsvertrag inhaltlich verantwortlich. Ich habe also gegebenenfalls mit zu verantworten, das ist jetzt wiederum Richterurteil gewesen, mit zu verantworten, wenn es Kommentare auf meiner Plattform gibt, zählen auch Facebook-Seiten zum Beispiel dazu, weil ich ja inhaltlich für diese verantwortlich bin. Wenn solche illegalen Inhalte dort sind, bin ich dazu verpflichtet, diese zu löschen. Ja. Du gibst da eine konkrete Zeitangabe, wie häufig ich das quasi überblicken muss? Nein. Das sind so schöne Juristentermini. Im üblichen Zeitrahmen oder geschäftsübliche Zeiten werden da gerne genannt. Das ist wieder so eine Interpretationssache. Aber ich würde empfehlen, ich sollte nicht länger als eine Woche brauchen zu sowas. Tipp meinerseits, also wenn ich am Ende auch ich sag mal, die Aluhutfraktion mit habe. Schlimmstenfalls einmal kommentieren, dann ignorieren, wenn es einfach nur blöd ist, wenn es ungesetzlich ist, auf jeden Fall kommentieren, dann unbedingt reinschreiben. Ich möchte aktiv kommunizieren, dass du User jetzt halt eben irgendwas Illegales gemacht hast, beispielsweise rassistische Kommentare geäußert hast, das fällt definitiv nicht mehr unter Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz. Das ist schon Einschränkung des Persönlichkeitsrechts, das ist eben das ist Herabwürdigung anderer Leute, das ist ungesetzlich, das heißt, ich bin dazu verpflichtet, dich zu löschen. Und das werden wir nach Ablauf von 2 Tagen nach diesem Post machen. Dass ich halt einfach, ich würde es natürlich ein bisschen anders kürzer formulieren, aber Kurzfassung, wir werden dich löschen innerhalb von 2 Tagen, das sagen wir jetzt so. Warum? Weil du Gesetze gebrochen hast mit diesem Kommentar. Wir sind dazu verpflichtet, rein rechtlich. Würde ich unbedingt so machen, um halt diesen, wie vorhin genannt, solche Typen zu unterbinden, die sagen, ja, ich werde zensiert. Das ist ja eine Empfehlung meinerseits. Einfach, dass Leute noch schauen können, okay, es wurde zwar sowas kommentiert, aber es ist auch darauf eingegangen worden, dass es einfach eben noch öffentlich zu sehen ist. So wie eine Art Aushang. Urteile, Gesetze werden ja auch veröffentlicht. Das ist halt jeder, die mitlesen kann. Insofern 2 Tage stören, wenn nicht, es wurde ja schon drauf eingegangen. Wir haben eine Frist gesetzt. Also dann entweder löschst du es selbst oder änderst deinen Beitrag, sofern das jeweils möglich ist, oder wir werden ihn halt löschen. Ja, Frage.
sehen Sie denn, wenn man jetzt einen Blog startet, dann hat man ja noch keine Leser. Und ich finde es immer, wenn ich irgendwo einen Blog sehe, wo immer nur Kommentare steht, sind Sie für mich als ganz furchtbar, da lese ich auch nicht weiter, weil das interessiert mich kein Mensch. Also sollte man dann nicht am Anfang lieber die Kommentarfunktion abschalten, bis man mal ein paar Leser hat, die dann auch Kommentare posten? Weil das ist irgendwie, also. Ich bin geteilter Meinung. Also man kann es abschalten, aber dann wird mir jede Gelegenheit des Kommentars genommen. Ja, aber wenn keine kommen, das ist irgendwie so. Aber wenn ich keine anbiete, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, ich habe auch recht wenige Kommentare bei mir auf der Seite, weil auch recht viel einfach auch bei Social Media läuft an der Stelle. Insofern, nur weil da kein Kommentar auf dem Blog ist, heißt es nicht, dass es keine Kommentare gibt. Das ist vielen Usern auch schon bewusst, also auf Blogs wird kaum kommentiert, am ehesten wird dann irgendwie ein Link bei Facebook kommentiert. Das ist tendenziell häufiger der Fall. Oder das Ganze habe ich bei mir auch, ich habe ja meine Statistikauswertung, ich sehe auch, recht häufig wird bei mir auch mein Blogbeitrag über WhatsApp geteilt. Das heißt, ich kriege da sowieso gar nichts dann mehr mit. Aber das ist so ein bisschen in den Köpfen drin, dass es einfach so verschiedene und inzwischen ja recht viele Plattformen gibt, wo man drüber reden kann, über sowas reden kann. Ich muss das gar nicht mitbekommen. Also ich würde die Blog-Funktion ungern deaktivieren, weil ich da halt jede Form der direkten Interaktion nehme. Wenn es dir nicht gefällt, nimm es runter. Deaktivier das. Kein Ding. Da hindert dich keiner dran. Ich selbst lasse es bei mir. Ich habe auch eher selten Kommentare dort, aber mich stört das in dem Sinne auch nicht. Denn ich sag mal, ich habe ja auch einen Nischenblog. Die Leute kommentieren generell nicht mehr viel. Also das ist selbst bei großen Blogs der Fall, die sich mit Themen beschäftigen, wo auch viele Leute drauf zugreifen, es wird nicht mehr viel kommentiert. Das ist so. Die Leute klicken lieber bei Facebook auf Like, anstatt irgendwie nochmal einen Text runterzuschreiben. Daher muss man sich da, glaube ich, gar nicht wundern, wenn unter dem eigenen Blog keine Kommentare auftauchen. Ja, also ein Up- oder Down-Vote ist leichter gemacht, als so einen Kommentar zu schreiben. Ja. Rein auch kognitiv, ist ja auch durchaus logisch. Ich muss wesentlich mehr Hirnmasse einsetzen, um zu überlegen, okay, Papa, du hattest mal eine Sprache gelernt, das war Deutsch, die hat eine Syntax, Satzbau. Wie war ein Satz nochmal aufgebaut? Das gefällt mir. Das ist so unaufgeregt, dezent, mal schnell gemacht und deswegen machen es halt auch viele. So ein Kommentar ist wirklich kognitiv anstrengender in dem Sinne. Deswegen machen es halt viele nicht, weil, oh Gott, jetzt möchte ich mir noch was überlegen. Ich habe jetzt eigentlich nur mit halbem Hirn das alles durchgescannt. Man muss ja nochmal richtig lesen, das ist ja meine Meinung, die können auch wieder kommentiert werden. Also viele Leute mögen das nicht, weil sie sich dann auch dadurch angreifbar machen oder das Gefühl haben, irgendwie angreifbar zu sein, wenn ich etwas formuliere. Denn gerade im Internet, wir haben ja zum einen die Grammar-Nazis, wir haben auch Leute, die halt alles irgendwie auseinandernehmen. Also sei es grammatikalisch, ja, aber hier dein Nebensatz dritter Ordnung, da ist aber das Adverb falsch gesetzt. Solche Leute gibt es. Da wird dann einfach, statt das Argument aufzugreifen, einfach der Satz dekonstruiert, grammatisch dekonstruiert. Also dann ja, das spielt doch jetzt keine Rolle. Hier hast du da den Fehler gemacht. So ein Schuldkarussell, das man schön anschmeißen kann. Insofern kommentieren dann sowieso schon weniger Leute und ja, schon auch bei großen Plattformen. Also ich würde mir jetzt nicht unbedingt so die größten deutschen Tageszeitungen anschauen, also jetzt hier FAZ, Spiegel und Co., sondern wirklich vielleicht mal auf die Lokalblätter runtergehen. Und schauen, was steht zum Beispiel in der Leipziger Volkszeitung, in der Kölner Allgemeinen oder wie auch immer. Die haben einen begrenzteren Lesekreis, sind zwar noch Hunderttausende von Leuten im Normalfall, aber da ist auch die Anzahl an Kommentaren überschaubar. Also ich würde mal sagen, so ein paar Dutzend werden es maximal sein, bei mehreren Hunderttausend Lesern pro Beitrag vielleicht. Weil auch einfach das Angebot, ist ein Überangebot geworden. Allein schon, wenn ich mir normale Zeitungsinhalt anschaue, irgendeine Schlagzeile. Ich habe das auch bei meinem Feed-Reader mit dabei. Ich habe auch für verschiedene Zeitungen abonniert und eine Schlagzeile, so Tagesthemen heute, finde ich 50 verschiedene Versionen je nach Plattform, wo einfach drüber diskutiert wird. Insofern auch Tipp meinerseits, Nachrichtenblog kann man machen, ist aber recht schwierige Kiste. Am besten immer eine Nische suchen. Entweder was Regionales oder dass ich mir eine bestimmte Subkultur aussuche. Ich habe zum Beispiel auch mal eine Teilnehmerin gehabt, die macht Gothic-Hochzeiten am WGT und wollte halt darüber bloggen. Also eben Gothic-Hochzeiten zum Wave-Gothic-Treffen. Das ist definitiv ein Nischenthema. Da kann man auf jeden Fall noch Nachrichten rausbringen mit.
Aber ansonsten, wenn ich mal zu allgemeinen Themen, also in unsere Reiseblogger-Fraktion geschaut, zu allgemeinen Themen eine Stellung nehme, würde ich schon empfehlen, das Ganze also eben nischiger anzulegen, also jetzt nicht eben über Sri Lanka, über Bangladesch oder wo auch immer ich Urlaub mache vielleicht, also halt eben hinreise und berichte, über alles zu berichten, sondern mir vielleicht einfach nur einen Ort rauszupicken, wo ich halt häufig bin, oder entsprechende Subkultur oder eine Region oder sonstige Themen. Ich kann mich auch mit Essen in Bangladesch beschäftigen, ich kann mich mit Kleidung dort beschäftigen. Und das machen auch am Ende nicht so viele, auf jeden Fall deutschsprachige Blogs, kann ich mir vorstellen, dass ich mir da halt einfach spezielle Themen raussuche. Bei dir hinten mit Petra Pan, das war ja auch Minimalismus gewesen, also auch, wie kann ich möglichst minimalistisch reisen. Gibt zwar auch ein paar Blogs inzwischen, aber das kann mir auch dann einfach dadurch schon als Nische aufmachen und da dann einfach auch auf jeden Fall einen Mehrwert. Und dann natürlich ganz wichtig, wie kann ich für Interaktion sorgen? Und indem ich entweder ganz krasse Thesen aufstelle, wo ich den Shitstorm provoziere, oder die positivere Variante, die zwar keinen Shitstorm vermeidet, aber meine Meinung beispielsweise. Oder eben mein Dreh auf etwas. Dass ich halt ein Thema aus meiner Sicht betrachte, eben beispielsweise, was ich jetzt vorhin als Beispiel hatte, mit dem Lesen, mit den Kinderbüchern, mit diesem politisch korrekt sein, an der Stelle, dann schreibe ich da meine Meinung rein. Da kann ich natürlich einen Shitstorm provozieren, denn wir leben heutzutage in einer Empörungsgesellschaft. Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann liegst du falsch. So ein bisschen wie in dem wie in Star Wars Episode 3. Bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Aber da halt auch, man muss halt schauen, wie bin ich selbst gemacht? Wie seid ihr da drauf? Habt ihr da Lust, eure eigene Meinung rauszuhauen? Wollt ihr euch dafür oder dagegen äußern? Ich selbst habe zum Beispiel auch positive Erfahrungen gemacht, als ich für verschiedene Kunden mal Beiträge geschrieben habe. Zum Beispiel einer als Titel, warum ist die Work-Life-Balance Blödsinn? Weil ich halt kein großer Freund bin von dieser typisch deutschen Einstellung. Ich habe Arbeit und ich habe Privatleben und beides muss getrennt sein. Das heißt, okay, ich habe ein schizophrenes Leben in dem Sinne. Ich bin einmal der Arbeiter X und ich bin dann die Privatperson X und das eine darf das andere nicht berühren. Ist in anderen Kulturen ganz anders, aber ich bin der Meinung, damit werde ich auch nicht unbedingt glücklich, weil ich habe genügend Beispiele aus dem Bekanntenkreis, meiner Freundin ist es gerade auch so Punkt 4 ist Feierabend und 15.55 Uhr stehen alle Leute Gewehr bei Fuß, um zu gehen, da wird schon mit den Füßen gescharrt und dann ist es so wie Start eines Marathons, alle stürmen raus und möglichst schnell nach Hause, möglichst weg von diesem Ort. Finde ich ja sehr, sehr schwierig, deswegen habe ich da einfach mal, ich will nicht sagen Frust abgelassen, aber einfach mal meine Meinung gepostet und da habe ich halt auch Feedback bekommen, es war in dem Fall positives Feedback gewesen, von Leuten so, also interessanter Beitrag, stimme ich vielleicht nicht mit überein, aber ist auf jeden Fall argumentiert einfach, also warum die sind nicht einfach nur irgendwie rausgehauen, finde ich scheiße und bum, sondern eben auch begründen, warum das so ist, warum es vielleicht auch Sinn macht, das so und so sehen zu können. Würde ich auch bei Texten an sich empfehlen, gerade bei Blogtexten, immer natürlich nochmal ein bisschen abschwächen, also niemanden direkt angreifen, sondern halt wirklich sagen, okay, ich beschwere mich jetzt mal über was. Vielleicht schon vorausschicken. Habe ich auch mal in einer kurzen Podcast-Folge bei uns gemacht, habe ich mich über Yahoo beschwert, was die alles mit ihren Ankäufen in den letzten Jahren angestellt haben, wie inkompetent die da vorgegangen sind. Aber das habe ich auch entsprechend angekündigt. Das ist jetzt einfach so, ich beschwere mich jetzt einfach, ich finde das scheiße, weil ich zum Beispiel auch selbst ein großer Fan von Tumblr bin, das hat Yahoo aufgekauft und die haben nichts damit gemacht. Total sinnlos eigentlich gewesen. Aber da habe ich halt auch angekündigt, das ist meine Meinung. Und ich will da niemanden niemanden ans Bein pinkeln, niemanden irgendwie beleidigen. Das ist halt einfach meine Meinung, da stehe ich hinter, ich habe das dann begründet, aber ich habe es eben auch so angekündigt. Damit kann ich also schon mal die schlimmsten Shitstorms vermeiden, die ich vielleicht bekommen könnte. Aber was halt wirklich hilft, ist eben eine eigene Meinung, einfach ein bisschen Ecken und Kanten haben. Am Ende bleibt mir die Person auch in Erinnerung, die Ecken und Kanten hat. Ich stimme vielleicht nicht unbedingt immer allem zu, aber da ist es halt auch so. Es gibt da Musical Hamilton, da gab es auch eine Szene, wo das schön formuliert wurde, so ein Gegenspieler. Also Person X hat, also ich habe noch nie was mit Person X übereingestimmt, aber die hat zumindest Glaubensgrundsätze, Person Y hat keine. Das ist zumindest noch was Greifbares. So, er hat einen Glauben, er hat eine Überzeugung. Die andere Person hat es nicht.
Für wen soll ich jetzt stimmen? Dann entscheide ich mich am Ende schon für die Person, weil ich zumindest weiß, in die Richtung geht es. Die Person glaubt an Folgendes oder glaubt nicht an Folgendes. Es ist einfach greifbar. Ansonsten ist man irgendwie auch so ein bisschen eine unförmige Masse, also ein Stewardessen Grinsen auf und es ist halt alles nur, sag ich dann, kein Mensch. Denn am Ende geht es beim Bloggen generell, Social Media, ja auch darum, sich einfach als Mensch zu zeigen. Das heißt nicht, dass man irgendwie einen auf Flugschasen machen sollte oder das genaue Gegenteil, sich allem immer unterordnen sollte. Aber das Wichtige, finde ich, ist halt einfach ein bisschen Charakter zeigen, ein bisschen Kante auch manchmal zeigen. Es muss natürlich zu einem selbst passen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Reiseblogger bin oder in unserem Texterbereich, du hast ja auch gesagt, du siehst dich ein bisschen als Paradiesvogel an der Stelle, da finde ich, passt das dann durchaus. Wenn es jetzt aber um zum Beispiel Maschinenteileverkauf geht, klar soll ich das natürlich nicht in irgendwelche extremen Richtungen driften. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Logistiker mal als Kunden gehabt, der hat neue Mitarbeiter gesucht und für ihn war ein wichtiges Kriterium, die müssen VfB Stuttgart-Fan sein. Also über solche privaten Interessen kann man natürlich auch gehen. Aber da wieder, um auf Shitstorm dann zurückzukommen, egal was ich mache, ich muss halt immer mit Feedback rechnen. Also das kann jetzt sein, wenn ich mich total unförmig aufstelle, also so eine Teflon-Beschichtung einfach habe, wo nichts irgendwie dran kleben bleibt, dann kann ich mir das natürlich vorwerfen lassen. Ich habe keine Meinung. Wenn ich eine Meinung habe, kann ich mir die natürlich auch vorwerfen lassen. Aber das ist genauso, als würde ich halt rausgehen und mit Leuten diskutieren. Am Ende gibt es verschiedene Meinungen. Den Konsens zu finden, ist dann natürlich wieder wichtig. Aber überhaupt erstmal eine Diskussion anzustoßen, kann ja auch schon wichtig sein. Und wie kann ich generell vorgehen? Da gibt es auch verschiedene Varianten. Es gibt ja auch häufig Leute, die verspotten einen dann gerne. Oder nehmen es satirisch mit auf. Hier mal ein Beispiel. Ein Beitrag von Postillon, einer sehr anzunehmenden deutschen Tageszeitung. Aus Mitleid. Dieb gibt gestohlenes Windows Phone wieder zurück. Das wurde am 10. Juni des Jahres gepostet. Und am 12. Juni, weil Windows Phone ist ja Microsoft, hat Microsoft Deutschland reagiert, zwei Tage später, mit einem kurzen Videobeitrag. Die bringt Windows Phone zurück im Text, dann kurzer Bit.ly-Link, dass man halt also auf die Originalquelle von Postillon verlinkt. Und dann, ja nee, ist klar, aber so, kurzes Video eingefügt, und dann so nach einer wahren Begebenheit, das gestern in Rostock in Deutschland. Und dann hat man halt noch so fiktiv kurz einfach mal aufgenommen, das ist wirklich ganz einfach Qualität gewesen, so ein x-beliebiges Wohnhaus, dann kommt der Dieb noch mit Skimaske, dem Smartphone und Blumenstrauß als Entschuldigung, weil Klischee ist ja bekannt, Windows Phone nutzt ja keinen, oh, die arme Frau kann sich gerade mal ein Windows Phone leisten, klingelt an der Tür, die Frau macht auf, der Dieb entschuldigt sich, bietet beides an, nach einem kurzen Schockmoment, oder einem kurzen Moment der Starre, was war das jetzt, greift die Frau ihr Smartphone, ruft ihre Elektroschocker-App auf und streckt den Dieb damit nieder. Also insofern, Satire wurde mit Satire begegnet. Bei sowas, super Sache. Ich habe auch manchmal Kommentare, die so ein bisschen in so eine Richtung gehen. Insofern, also wenn solche Sachen kommen, das ist gefundenes Fressen, dann kann man hervorragend drauf einsteigen. Wenn das Ganze sowieso schon auf, ist dann eine leichte Art und Weise angegangen wird, also wenn die Kritik angenehm verpackt wird. Das kann es nämlich auch geben. Da würde ich wirklich immer empfehlen, auch ein bisschen mit dem Spaß mitzugehen. Humor ist, wenn man mitlacht. Ja, und ansonsten, was ich auch noch machen kann, ja, ich sag mal, zurückfeuern, das macht zum Beispiel die Welt bei sich. Die haben auch verschiedene Themen gehabt, also zum Beispiel, jetzt sieht beispielsweise Böhmermann, Scholz, der Fake-Politikerin in AfD ein. Und dann Kommentar, so übliche Facebook-Sachen. Fällt euch 20-jährigen grünen Praktikanten bei der Welt nichts mehr ein, außer AfD-Hetze? Und dann reagiert die Welt. Nein, wir waren durch für heute und gehen jetzt beruhigt ins Wochenende. Gruß und Kuss. Und dann noch ein Foto drunter. To-Do-Liste für heute. Erdogan-Hetze, Sachsen-Hetze, AfD-Hetze. Okay, alles abgehakt. Sache erledigt. Oder anderer Beitrag. Da ging es darum, dass in der Türkei ja wieder die Todesstrafe eingeführt wurde und zu einem Zeitpunkt hat diskutiert wurde. Und da hat da ein Nutzer dann den Beitrag der Welt kommentiert. Aber in den USA ist die Todesstrafe natürlich kein Problem, aber sicher. So, dann wurde USA, da wird es akzeptiert, Türkei, da wird es kritisiert. Antwort der Welt, die USA wollen auch nicht der EU beitreten. Ist halt, das finde ich auch recht trocken, aber die Welt kann teilweise auch da recht direkt werden. Kann spalten.
natürlich. Die Welt gehört zum Axel Springer Verlag, die waren noch niemals scheu einer Meinung. Aber es ist besser als gar nichts. Also gab es auch durchaus positives Feedback seitens von Nutzern. Es hat auch mal zum Beispiel eine geschrieben, ich fühle mich jetzt wieder in den Kommentarzeilen bei Facebook sicherer, weil ich einfach weiß, die Welt selbst ist halt auch da. Hat auch die Facebook-Chefin der Welt mal gesagt, wir haben das rund einem halt auch deswegen gemacht, weil einfach diese Kommentarzeilen so lange verwaist waren. Weil einfach nichts, niemand was dagegen gemacht hat, kann ich selbst auch bestätigen. In Folge von meinem Coaching bei der Stadt Dessau habe ich mich auch mal mit ein paar Testkommentaren auf der Seite dort versucht und habe dann am Ende auch so einen Typen gehabt, der mich die ganze Zeit einfach nur drangsaliert hat. Der hat mich, ich sag mal, ich will nicht sagen gestalkt bei diesen Kommentaren, aber halt wirklich teilweise am Ende auch aufs Gröbste beleidigt. Und da hat halt die Stadt dann nichts gemacht. 3 Monate danach, als dieses ganze Thema schon abgekühlt war, diese Diskussion abgekühlt war, einfach nichts mehr kam, habe ich dann auf meinen ersten Beitrag einen Gefällt mir von der Stadt bekommen. Also zu dem Zeitpunkt war da wirklich noch viel Aufholbedarf gewesen. Das ist schlecht. Was immer gut ist, wenn Leute sich für einen aussprechen. Das sind treue Fans. Das ist Goldstandard. Die möchte ich nicht verlieren. Und wenn ich dann halt solche anderen Leute habe, die dann wirklich wüst beleidigen, das verschreckt einfach. Dann schreiben die einmal was, werden beleidigt, schreiben nie wieder was. Hier ist natürlich dieses gute Gefühl, okay, ja, die Welt selbst, also da der Chef steht hinter mir quasi. Da fühlen sich dann viele auch einfach erstmal ermutigt, wieder was Positives zu schreiben, und die was Negatives schreiben, die kriegen dann mal Konter. Und viele sind dann am Ende so klein mit Hut, die schreiben irgendwas in der Erwartung, ja, hier, ich bin der Größte, ich habe den Größten und was weiß ich nicht. Welche teilweise total individuellen Gründe es auch sein können. Aber wenn das dann, wenn darauf reagiert wird, dann gibt es viele, die so, die fühlen sich dann gleich abgeschreckt. Also da kann man halt auch schon einiges an Negativkritik gut mit ausblenden. Aber da würde ich halt empfehlen, ehe ich sowas mache, also das ist wirklich eine Ausnahmesituation, mit dieser mal zurücktrollen, dann wirklich unbedingt absolut trittsicher sein in der Online-Kommunikation. Oder sich einen Profi ranholen, der da trittsicher ist. Oder sich da Feedback holen von jemandem, der da trittsicher ist. Bevor ich da irgendwas reinschreibe. Und ganz wichtig natürlich auch, es muss zum Unternehmen passen. Wenn ich ansonsten immer bierernst bin und dann poste ich da irgendeine GIF-Datei rein, das passt nicht zusammen. Okay, dann wäre das erstmal zu Shitstorms an sich. Was hilft gegen Shitstorms? Netiquette hatte ich schon genannt, Verhaltensethik. Kann ich generell empfehlen. Das können verschiedene Punkte sein. Ganz, ganz wichtig da immer. Also hier haben wir Transparenz, Authentizität, Beständigkeit, Achtsamkeit bzw. Aufmerksamkeit, Regelmäßigkeit bzw. Verlässlichkeit und Selbstlosigkeit. Das sind ziemlich weiche Faktoren. Aber am Ende geht es einfach darum, das kann man unterdampfen auf, sei kein Arsch. Einfach nett sein, und wenn irgendeine Person was fragt, was eigentlich offensichtlich sein müsste, kriege ich auch häufiger mal solche Anfragen, trotzdem antworten. Es ist niemals falsch, einfach mal nett zu sein. Ich kann ewig lang brauchen, um mir ein gutes Feedback aufzubauen, also über gutes Feedback mir einen Ruf aufzubauen. Aber siehe, VW, es reicht eine Sache und es ist eingerissen. Okay, ansonsten wäre ich damit. Das war Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.